Der beiliegende Brief beweist, dass Santini ein in England gesuchter Verbrecher namens Stanley Matthews ist. Beigefügt finden Sie einen Brief, der beweist, dass Santini in Wirklichkeit ein Ex-Nazi mit dem Namen Stefan Müller ist. Den Herrn hier kennen Sie sicherlich, das ist Peter Falk, natürlich legendär und unsterblich als Columbo. In der 46. Folge von Asynchron wird es um die Synchronisation von Columbo gehen. Und ich sage Ihnen, das ist eine sehr komplizierte und sehr vielschichtige Angelegenheit. Denn viele Folgen sind zweifach synchronisiert worden. Es gibt eine alte Fassung, es gibt eine neue Fassung mit verschiedenen Sprechern. Es gibt eine Folge, die auch eklatant inhaltlich verfälscht wurde, aus politischen Gründen damals von der ARD. Auch darauf werde ich eingehen. Und natürlich werde ich Ihnen auch Vergleiche zeigen mit den verschiedenen Synchronfassungen, auch mit der englischen Originalfassung. Also seien Sie dabei, es ist eine sehr interessante Thematik, die Synchronisationsgeschichte von Columbo, hier auf Massengeschmack TV, auch in Full HD und als Podcast. Seien Sie dabei, ich freue mich auf Sie. Leo. Lieutenant Columbo, Police. Wer sind Sie? Lieutenant Columbo, Polizei. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.